Moin Leute, Rio hier. Heute möchte ich euch ein Update zu dem besten Rohrkolben-Farmspot geben. Und zwar habe ich noch eine bessere gefunden. Dieser befindet sich in Webermoor. Und zwar genau hier neben dem Anglerschreck. Und zwar hier in diesem kleinen Viereck. Ihr habt in der Nähe den Rast der Moorwandlerin als Teleportationsschrein. Ungefähr 300 Meter entfernt. Er befindet sich direkt auch an dieser Straße. Ich zoome es nochmal raus, damit ihr es genau sehen könnt. So, warum ist dieser Spot so gut? Zum einen, ich habe komplett auf Intelligenz geskillt, einfach nur um ein Resolve mitzunehmen, da wir hier permanent farmen werden. Ich habe mein Inventar komplett geleert, habe aktuell 63 Resolve und 1118 Kilo frei. Nun fange ich einfach mal an und zeige euch, warum dieser Spot so profitabel sein kann, wenn ihr gerade mal eine Stunde Zeit habt oder auch nur für zwischendurch. Es gibt hier zum einen sehr, sehr viele Rohrkolben und zum anderen könnt ihr einen unbegrenzten Loop fahren. Sobald ihr mich hier die Sachen abgeerntet habt, geht ihr auf die andere Seite und dann sind die Sachen auch wieder respawned. Das Ganze gestaltet sich dann nämlich so, dass ihr diese Übersicht, die ihr rechts habt, eigentlich nie wegbekommt. Außer hört mal auf zu klicken, natürlich. Aber die wird euer stetiger Begleiter sein. Und für alle, die es noch nicht wussten, was man mit Rohrkolb machen kann: Ihr kriegt zum einen Schilf, das ihr bei Fischlerei benutzen könnt. Und Rohrkolben Teilbildchen, die für die Alchemie benötigt werden. Dementsprechend dann auch sehr, sehr viel wert sind. Und ihr kriegt Leuchtkäfer, die ihr dann zum Angeln hernehmen könnt oder eben auch verkaufen könnt. Schliff ist ziemlich das Einzige, was ich nicht verkauft. Das ist bei meinem Server bei einem Cent angelangt, da es aktuell nicht möglich ist, die Tischlerei zu leveln. Aber ich werde, sobald es wieder funktioniert, euch dazu dann ein Video geben, wofür ihr es sehr, sehr leicht verwenden könnt. Ihr seht, der Loop schlägt sich weiter. Wir sind aktuell knapp 4 Minuten im Video und haben schon über 130 Rohrkolbenteilblüten, über 300 Schilf und über 240 Leuchtkäferköder. Wenn ihr das auf eine Stunde hochrechnet und dann den Wert auf eurem Server mal anschaut, werdet ihr verstehen, dass es auch noch eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, um eben noch ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen für die Sachen, die ihr davon nicht benötigt. Oder ihr nutzt diesen Spot eben, wie gesagt, nur aus, um mal ein bisschen Azov zu farmen. So, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ihr wiederholt das Ganze und lauft eigentlich von links nach rechts und wieder zurück. In diesem Sinne, ich hoffe, euch das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Rio. Ciao.